Ja, hallo zusammen bei Auf den Kopf gestellt hier in Tripsdrill im 6. Jahr nun schon. Heute unsere 26. Folge mit Annika Bruhn und mit Henning Mühleitner. Herzlich willkommen. Danke. Wir freuen uns natürlich, dass wir zwei Europameister im Schwimmen von der Neckarsulmer Sportunion heute mit dabei haben. Und wir wollen noch mal kurz schauen, wie alles begann hier in Tripsdrill. Wenn wir uns die erste Sequenz aus unserer ersten Folge anschauen, dann sieht man, dass sich einiges verändert hat. Nicht verändert hat sich das Format. Wir wollen möglichst viel von euch erfahren. Zum Beispiel, warum wird man eigentlich Schwimmer? Ja, also bei mir, ich glaube, das läuft bei jedem ganz anders. Also bei mir ist es durch die Eltern gekommen. Die waren auch beide Schwimmer und dadurch bin ich dann eben auch ans Schwimmen gekommen sozusagen. Henning, bei Ihnen? Ich war viel mit meinem Freund im Freibad, habe es mir dann so ein bisschen selber beigebracht und habe dann meine Mutter irgendwann mal dazu überreden können, nach einem Jahr anflehen, dass sie sich erbarmt, mit mir zum Vorschwimmen zu gehen im Schwimmverein, und dann bin ich dann auch zum Schwimmen gekommen natürlich. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass Schwimmen eine sehr trainingsintensive Sportart ist. Habt ihr heute Morgen schon irgendwie ein bisschen was gemacht, bevor wir hier loslegen? Oder? Ja, wir fangen eigentlich jeden Morgen um 6.30 Uhr an. Ah, 6.30 Uhr. Jetzt ja, heute Morgen mussten wir extra ein bisschen uns beeilen und eine kleine Einheit nur vorher machen. Was ist eine kleine Einheit bei euch? Wir haben jetzt so 3,5 Kilometer gemacht, aber normalerweise sind so um die 6 bis 7 Kilometer. 6 bis 7. Und wie viele Trainingseinheiten macht ihr so insgesamt? Wir versuchen immer so auf die 10 Einheiten in der Woche zu kommen und machen dann aber auch nochmal bewusst den Sonntag frei, damit wir da nochmal immer verschnaufen können für die nächste Woche dann. Apropos verschnaufen, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt schnaufen wir auch noch einmal durch und dann geht's mit Karacho in die Karacho-Achterbahn. Los geht's! Was sind denn dieses Jahr die Highlights, die für euch anstehen? Also bei mir ist es jetzt die WM im Juli. Wo ist die? In Gwangju, in Südkorea ist das. Okay. Genau. Und da läuft schon die Trainingsvorbereitung, das Trainingslager dafür? Ja, gerade sind wir noch richtig im Training drin. Und jetzt trainieren wir hier auch. Ja, das war noch das Einfachste. Ja, genau. Und dann fahren wir noch ins Vorbereitungstrainingslager in Japan. Hui. In Japan? Genau. Okay. Und Henning, bei Ihnen? Bei mir steht jetzt die Universade an. Universade ist was? Quasi die wie kleine olympische Spiele für alle alle eingeschriebenen an Hochschulen und Universitäten. Wo findet die statt? In Neapel, in Italien. Ah ja. Und die sind Anfang Juli. Und ja, das Besondere wird wahrscheinlich dabei sein, dass da halt alle Sportarten vertreten sein werden. Und da dann nochmal so ein bisschen ein anderes Feeling dabei ist, wenn dann halt alle verschiedenen Mentalitäten aus den Sportarten zusammenkommen und auch in der Sportlerkantine dann man sich entsprechend austauschen kann. Ja. Erste Runde gut überstanden? Ich fand's cool. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt seid ihr beide Europameister geworden im vergangenen Jahr. War das absehbar oder für euch auch überraschend, der Erfolg im vergangenen Jahr? Also für mich kam es total überraschend, weil man konnte eigentlich gar nicht so richtig voraussehen, wer da jetzt, welche Nationen schwimmen werden, wer schwimmt. Und wir waren jetzt auch nicht als Favoriten am Start. Ja. Und deswegen war es für mich eine totale Überraschung, aber auch total schön und voll der Motivationsschub. Gibt es eine Lieblingsdisziplin? Gibt ja unterschiedliche Disziplinen im Schwimmen. Ich denke, da spreche ich für uns beide, dass wir beide am liebsten Kraul schwimmen, also Freistil. Bei mir auch, ja. Und die Staffeln natürlich, die machen auch immer noch mal besonders Spaß. Kann man eigentlich den Hobbyschwimmern, also ich bin Hobbyschwimmer, ich schwimme gerne, aber schlecht. Gibt es so Tipps, wo man sagt, Mensch, was man als Schwimmer besser machen kann, besser zu werden? Also ich würde sagen, immer dranbleiben auf jeden Fall, üben, üben, üben. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Körperspannung eben zu halten hier im Rumpf und dann eben die Beine immer schön mitlaufen zu lassen, dass man schön auf dem Wasser möglichst liegt und nicht die Beine irgendwo am Grund hinterher aufschleifen. Ich werde es versuchen beim nächsten Mal. Und jetzt versuchen wir uns auch hier in die zweite Runde hinein zu quälen. Was macht ihr denn eigentlich neben Schwimmen? Ihr studiert, glaube ich, beide. Genau. Also ich studiere in Heilbronn an der Hochschule Wirtschaftsinformatik im 4. Semester jetzt. Werde dann nächstes Semester mein Praxissemester beginnen
in Stuttgart bei einem kleinen Unternehmen, wo ich auch gleichzeitig Werkstudent bin. Und ja, dann werde ich da mal mit dem Trainieren dann auch. Genau, also da läuft eine Kooperation mit dem Unternehmen, das wurde auch ausgezeichnet als Partnerunternehmen des Spitzensports. Ah, ja. Im März oder Februar war das. Und dadurch ist dann eine Kooperation gut möglich. Und Annika, bei Ihnen? Ja, also ich mache einen Master in der Fernuni an der DHFBG. Ja. Ich studiere Prävention und Gesundheitsmanagement. Und das wird dann noch nach Olympia, denke ich, noch so 2 Semester werde ich dann schon noch dranhängen müssen, weil ich jetzt erstmal Fokus auf Schwimmen legen werde. Genau, also die Olympischen Spiele, die nächsten in Tokio. In Tokio, genau, die stehen voll im Fokus dann. Für beide, also das Ziel dann in 2020. Ja. Hat man denn da noch Zeit für andere Hobbys nebenher? Ah, so ein bisschen findet man immer Zeit. Aber klar, Schwimmen steht auf jeden Fall das Alltag in unserem Leben einfach geworden. Und viele fragen sich auch immer so, ja, wie schafft ihr das, so oft zu schwimmen? Und ich denke mir dann, bei uns ist es halt wie unser Beruf einfach. Andere gehen dann ins Berufsleben und wir gehen dann einfach ins Schwimmbad. Und das muss man halt dann irgendwie, Zeitmanagement muss man gut im Griff haben, dass man dann auch noch Zeit für anderes findet. Sie haben, glaube ich, auch einen Spitzname, oder? Ein Spitzname? Ja, hat mir unsere Sportchefin zumindest verraten. Davon weiß ich nicht. Sie wären Mentalitätsmonster im Wasser, stimmt das tatsächlich? Also klar, wahrscheinlich jetzt durch die Staffeln, die ich jetzt bei der EM geschwommen bin, hinten raus. Was ist denn ein Mentalitätsmonster? Ich glaube, man muss halt schon in der Lage sein, dann einfach... auch wenn man hinten liegt oder so in der Staffel, dann einfach alles zu geben und nicht von anderen beeinflussen lassen sozusagen und einfach sein Ding so durchziehen. Ja. Wie pusht man sich denn da selbst immer wieder? Also mir hilft das halt einfach, wenn ich jetzt als Letzte schwimme, dass ich einfach weiß, okay, 3 Leute stehen dann noch hinten am Beckenrand und feuern einen auch richtig an. Und wollen eben auch diese Medaille haben und nicht nur man selbst. Und das pusht einen dann nochmal richtig. Kriegt man die Anfeuerung eigentlich vom Publikum mit, wenn man unterwegs ist? Schwer. Es ist tatsächlich von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Und es hängt auch davon ab, wie sehr man in dem Tunnel ist und wie sehr man fokussiert ist. Aber natürlich, wenn man dann auf die Startbrücke läuft, aus dem Callroom raus, dann kriegt man natürlich die Atmosphäre auf jeden Fall mit. Und gerade bei der EM war es dann immer jedes Mal vor jedem Rennen so habe ich dann im Nachhinein so feststellen können, okay, ich hatte ein leichtes Schmunzeln im Gesicht. Als ich dann auch total nervös am Startblock stand, habe ich es einfach genossen, die Atmosphäre. Und auch gerade jetzt besonders bei der Staffel, da merkt man es dann natürlich, ich bin dann in zweiter Position geschwommen und dann ist der erste natürlich schon fertig und alle 3 hinten dran stehen dran und brüllen nochmal und sagen so, komm jetzt nochmal. Wie muss man sich denn eigentlich das Training vorstellen? Sind die Trainer, man hat immer so Vorstellungen, das sind so Schleifer, weil die einen dann natürlich immer wieder so Höchstleistungen anspornen. Und wie läuft das bei euch so ab? Ja klar, Trainer sind auf jeden Fall ein wichtiger Faktor bei uns. Ich glaube, ohne die wird es auf keinen Fall gehen. Und die pushen uns schon nochmal dann am Beckenrand. Haben die da irgendwie geben uns so dann die entscheidenden Tipps. Und, dass man noch mehr aus sich rauskitzelt, wie gelingt das denen dann? Ich glaube, einfach durch jahrelange Erfahrung und eben, dass wir uns sehr gut kennen. Wir sehen uns tagtäglich. Ich sehe meinen Trainer mehr als jetzt meinen Partner oder meine Eltern zum Beispiel. Und wir kennen uns eben sehr gut. Ist 2024 auch schon was, Olympische Spiele in Paris dann, mit dem ihr euch auch beschäftigt oder ist das noch zu weit weg? Also bei mir muss ich sagen, bei mir ist erstmal 2020. Was danach kommt, ich meine 2024 bin ich dann auch schon relativ alt, muss ich sagen. Ist man dann schon alt für einen Schwimmer? Ja, ja? Ich bin jetzt schon eigentlich relativ alt mit 26, 27. Mhm. Ja. Also das ist dann schon, ja. Also wie alt sind Sie 2024? 2024 bin ich 27. Ja. Das geht noch, oder? Das geht noch, das wäre dann aber schon so am Zenit, würde ich sagen. Danke. Und für Schwimmer. Und da werde ich natürlich nochmal versuchen anzugreifen und anzusetzen. Dass ich jetzt, Annika ist ja jetzt schon ein altes Eisen, hat schon viel mitgekriegt, viel erlebt. Und das wären ja jetzt in 2020 dann die 3. Olympischen Spiele für sie in Tokio.
Und ich würde meine ersten Olympischen Spiele nächstes Jahr angreifen und dort entsprechende Erfahrungen sammeln für die zweiten dann, die ich dann auch anpeilen möchte. Ja. Gut, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück dazu, dass ihr eure Ziele erreicht. Und wenn ihr das so zielstrebig macht wie hier in Tripsdrill, glaube ich, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke.